So, hallo Leute, gibt ein paar Neuerungen, die will ich kurz rüberbringen. Änderung Nummer 1, unser Goniometer Professional Paket. Wir haben das geändert. Und zwar sieht das jetzt so aus. Augenblick, hier die Klappe wieder reinmachen, so. Seht ihr das? Ja, das ist der Goniometer. Der sieht etwas anders aus wie der Standard-Goniometer, den es aber weiterhin gibt. Ja. Und es ist diese Erweiterung, die wird praktisch hier aufgeschraubt, sodass ich Messer bis 8 cm Blattstärke reinbringe. Und was wir jetzt gemacht haben, beim anderen war ja jetzt diese Lupe dabei. Die Lupe ist ganz okay. Kann man nichts sagen, man hatte ganz gute Bilder, die war beleuchtet und so weiter. Im Prinzip ganz gut, aber alles Plastik. Die Lichter sind so angebracht, dass ich die Lupe nicht aufsetzen kann zum Fotografieren. Das war mir alles ein bisschen ja, schwammig, sage ich. Und ich hatte von früher hier mir schon mal gekauft, die war schweineteuer, die hat 45 Euro gekostet. Die habe ich mir auf Amazon gekauft gehabt und damit war ich sehr zufrieden. Nur hat die einen Nachteil, die hat Akkus drin, also Batterien drin. Man kann die nicht laden oder so. Man muss da immer Batterie wechseln. Das wollte ich auch nicht mehr. Aus dem Grund haben wir uns einen Hersteller gesucht. Natürlich in China, ist ja logisch. Und rausgekommen ist das hier. Das ist klein und fein und zwar voll Metall mit LED-Beleuchtung und einem Blaulicht, sprich zum Beispiel im Geldschein Wasserzeichen kontrollieren und so weiter. Und das Schöne ist, ich kann das wirklich, die Lupe, mache ich mal das Licht an, so auf dem Messer aufsetzen. Und kann jetzt hier durchfotografieren. Das zeige ich euch mal. Ich gucke mal kurz, dass ich, ohne dass ich hier jetzt was zerstöre, mal ein Foto mache. So, wo sind wir denn? Hier muss ich drüber. Ich muss die richtige Linse erwischen. Ja, jetzt so. Foto und das kann ich euch dann mal schicken. Und wenn ich hier mit dem Auge durchgucke, das sehe ich wirklich jeden Furz. Also das ist schon klasse. Und von daher gesehen, so, das stelle ich wieder darüber, ist das für mich viel eher geeignet. Und jetzt, last but not least, hat auch ein blaues Licht drin, also zum Wasserzeichen kontrollieren. Und es ist mit USB-C wieder zu beladen. Ja? Also, das Ganze kommt in einem kleinen Karton. Der sieht so aus. Die Lupe hat übrigens eine 10-fach Vergrößerung. Allerdings ist es eine Glaslinse und nicht irgendein Plastikteil, sondern wirklich ein hochwertiges Gerät. Und die Lupe kommt so und die wird praktisch dem Goniometer Professional beigelegt. So sieht das aus. So bekommt ihr das Paket plus die Lupe. Jetzt ist er halt da nicht mehr drin. Ich meine, wer möchte, kann sich selbstverständlich hier, das ist ja nur Schaumstoff, könnt ihr euch einen Ausschnitt reinmachen und könnt die Lupe praktisch hier reinlegen. Das geht selbstverständlich auch. Nur, ich habe die Koffer schon hier, ich ändere die nicht ab. Vielleicht ändere ich sie irgendwann ab, für den nächsten Schwung oder so, aber im Prinzip braucht man das nicht. So, und zudem passend habe ich noch was anderes und da brauche ich mal eure Meinung. Und zwar diesen Ständer. Wenn ich jetzt ein Messer messen möchte, dann habe ich den so auf dem Tisch stehen, mache mein Messer rein, ja, und habe jetzt beide Hände frei, schalte den ein
Jetzt habe ich Telefon. So, ich hatte kurz Telefon. Also wie gesagt, ich habe das Messer hier jetzt so drin. Ich gucke mal, ob man das sieht, wenn ich euch das mal hier ranzeige. Schaut mal, hier habe ich jetzt sehr klar meine Punkte und so weiter. Und so kann ich das praktisch auf dem Tisch stehen lassen, ja. Und wenn ich ein Messer messen will, dann mache ich das kurz da rein. Und wenn ich fertig bin, stelle ich es wieder beiseite und das nächste Messer und wieder rein. Dieser Ständer passt praktisch für den Goniometer Professional hier, ja. So. Wir haben den gleichen Ständer, aber auch für die für den Standard-Goniometer. Ist er da drin? Ja, hier unser Standard-Schleif-Chunkies-Goniometer. Der hat halt diese Erweiterung nicht, ja. Und er hat keine Lupe dabei, die muss man sich separat dazu kaufen. Die Lupe könnt ihr übrigens auch separat erwerben. Die kostet dann auch keine 40 Euro, wie ich hier bezahlt habe, sondern ich glaube 32 oder 33 Euro. Irgendwie muss man mal nachgucken nochmal, ist noch zu neu. Also auch für den Standard-Goniometer hätten wir die Möglichkeit, so einen Ständer zu kriegen. Jetzt frage ich mich aber, also ich nutze es täglich, ja, das ist klar. Aber jetzt frage ich mich, ob die Allgemeinheit sagt, ey, das ist eine gute Idee, weil Leute, ich lege mir das Ding nicht 50 Stück an Lager, wenn ich nachher nur 3 Stück verkaufe. Dann dürfen sich diese Leute, die einen haben wollen, gern bei mir melden. Es wäre mir wirklich lieb, wenn ihr mal entweder in unserer Facebook-Gruppe oder in YouTube mal reinschreibt, ist interessant, klingt interessant. Der Preis für das Ding wäre 60 Euro, also ohne den Goniometer. Für diesen Ständer, wo der Goniometer genau passt, der wird hier mit 2 Schrauben hier unten drin befestigt, dass er nicht weg kann. Der ist also, der sitzt fest. So, und der Preis wäre 60 Euro für das Teil. Wäre es euch das wert? Wäre es euch das nicht wert? Ich lasse euch da echt mitentscheiden, weil ich habe ja viele Dinge im Shop, die ihr entschieden habt, dass wir es aufnehmen oder auch nicht. Und das wäre sowas. Also, zusammenfassend nochmal, weil das, was ich jetzt dann sage, das werde ich auch so im Shop zu den Goniometern einstellen. Unser Goniometer Professional besteht aus einer Box, dem Goniometer plus der Erweiterung, dass ich breite Messer auch einspannen kann, plus einer Zehnfachlupe komplett aus Metall, wieder aufladbar über USB-C, Lithium-Ionen-Akku drin. Das ist unser Goniometer Professional. Optional wird es demnächst unter Umständen so einen Ständer geben, wo man den drauf montieren kann und einfach am Tisch wieder wegstellen. Das war das zum Goniometer. So, jetzt kommen wir zum nächsten, zu einem wirklich spannenden Thema. Und zwar unsere Filzräder. Ihr kennt die alle. Die werden hier in Deutschland produziert. Die haben eine Härte von 85. Sind also rockhart, steinhart. Die Dinger sind super. Die haben einen Aufquellschutz auch mit drin. Wobei, ja, ich sagen muss, generell. Filzräder generell, egal ob diese oder das, was ich euch gleich zeige, haben mit Feuchtigkeit ein echtes Problem. Da reicht schon wirklich eine hohe Luftfeuchtigkeit, wo die länger drin stehen. Da saugen die sich voll und quellen auf. Ich hatte solche Räder schon aufgequollen auf 6 cm, also einen ganzen Zentimeter. Und dann passen die nicht mehr auf die Maschine, die laufen nicht mehr. Aus dem Grund werden wir ab sofort alle Filzräder in einem Zip-Beutel ausliefern. Haue ich mal ein Bild rein. So sieht das dann aus. Das Rad kann da drin bleiben. Ihr könnt das praktisch nach dem Schleifen in den Zip-Beutel reinmachen, in die Schublade legen und dann passiert dem auch nichts, weil dann bleibt das trocken. So. Made in Germany und ja, relativ teuer, sage ich mal. Ist relativ, weil es gibt weltweit, glaube ich, zwei Firmen oder drei,
die diese Härte überhaupt produzieren können, 85. Ja, die können sogar bis 100, ja, aber 85 reicht eigentlich. So, was ich immer Probleme hatte, waren die Lieferfristen. Das heißt, ich habe im November bestellt und habe im Mai meine Räder bekommen. Das geht nicht. Ich war dann 4 Monate lang ausverkauft an Filzrädern. Das geht überhaupt nicht, ja, für jemanden, der einen Online-Shop hat. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich nach einem weiteren Hersteller umgeschaut. Ich habe keinen gefunden, der Räder mit dieser Qualität bauen kann. Aber Filzrad für die T4, 40 mm breit. Filzrad für die T8, 40 mm breit. Filzrad für die T8, 50 mm breit. Ich habe die Räder stichprobenweise durchgetestet. Sie laufen alle. Die haben vielleicht manchmal einen leichten Seitenschlag, aber kein Rad, was ich getestet hatte, hat einen Höhenschlag. Die Räder laufen für Filzräder sehr gut und sehr rund. Wenn ich das mal nebeneinander halte, dann seht ihr auch sofort, wo der Unterschied liegt. Hier haben wir einen rein weißen Filz praktisch. Ja? Hier, das ist Naturfilz. Die haben keinen Aufquellschutz drin. Das ist reines Naturprodukt. Aber wenn ich mein Filzrad trocken halte, passiert dem gar nichts. Ja? Also da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Und dann haben sie anstatt einer Aluminiumhülse, haben sie so eine Kunststoffhülse drin. Das reicht aber vollkommen aus. Ich habe die Räder nun wirklich die letzten Wochen schon getestet. Ihr habt das vielleicht gar nicht so mitgekriegt, aber wenn ich auf einem Filzrad war, war ich immer auf einem von denen. Und das sind diese Räder, ja. Ich glaube, ich habe auch eins im Fritz Draxler, habe ich mal eins geschickt. Und wenn mich nicht alles täuscht, auch im Hans Heiner. Ob Wolfgang Cox eins gekriegt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe überhaupt kein negatives Feedback bekommen. Im Gegenteil, ich glaube, der Fritz war es gewesen, der hat gesagt, er ist top zufrieden mit dem Rad, das ist einwandfrei, tut seinen Job. Wir haben hier auch bei der Oberfläche, ich kann da eigentlich mal ein Bild davon machen, wie sich das mit der Oberfläche verhält. Da seht ihr auch diese Unterschiede. Moment, so, Foto. Ich mache es mal so rum. Da seht ihr die Unterschiede. So. Das linke ist praktisch das Made in Germany. Und das andere ist Made in Türkei, kann ich ruhig dazu sagen. Ich habe einen Lieferanten hier in Deutschland, das ist ein türkischer Kollege, der mir meine ganzen Kunststoffteile macht. Und der hat seine Beziehungen spielen lassen in die Türkei und hat mir diese Filzfabrik aufgetan. Und wir haben, lass mich nicht lügen, ich glaube, 3-mal Muster hin und her geschickt und mittlerweile passen die. Die sind vom Umfang her sind sie in Ordnung, von der Stärke her sind sie in Ordnung. Die haben anstatt 85 eine 80er Härte. Mehr kriegen die nicht hin, aber auch das Ding ist richtig hart und reicht zum Entgraten und Polieren vollkommen aus. So, und jetzt kommt das Gute dabei. Die sind 30 Euro billiger wie die. Können im Prinzip dasselbe, haben eine andere Oberflächenstruktur wie die. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, ganz ehrlich, ich habe nichts festgestellt, aber ich kenne euch ja, deswegen heißt das Ganze ja auch Schleif Junkies und der eine sagt, ja, dann nehme ich vielleicht so ein Rad mit 5 und 3 Mikron und gehe mit 1 Mikron und 0,25 mit einem feinen Filzrad drüber. Ey, des Menschen Wille ist sein Himmelreich, da kann ich überhaupt nichts zu sagen, aber ich weiß, die Dinger funktionieren, die sind ab sofort im Shop. Für die T4 wird es nur noch diese Räder geben, weil das reicht wirklich, es reicht vollkommen. Für die T8 wird es die in 40 mm geben und in 50 mm. Die haben wir alle jetzt schon am Lager, das heißt, die sind ab sofort bestellbar.
kommen alle in einem Zipbeutel. Ich blende noch mal ein Bild ein. Sieht so aus. Auch die 50 mm kommen in einem Zipbeutel und den könnt ihr natürlich dann weiterverwenden zu Hause als Feuchtigkeitsschutz. Ja? Das würde ich jedem nahelegen, das zu tun, weil das bringt es echt. Also, die neuen Filzräder 30 Euro günstiger wie die alten, die wir aber trotzdem weiterhin führen werden. Ja? Es ist einfach eine andere Nummer. Ja, aber es ist auch bei drei Rädern sind das 100 Euro, die es weniger sind. Ne? Ich meine, das ist ja vielleicht auch ein Argument. So weit, so gut. Ne? Also, was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, bitte, viele Leute gucken meine alten Videos und da kommt dann, ja, wir tun das Filzrad mal leicht einölen. Und dann warten wir ein bisschen und dann tun wir es coaten mit Diamantemulsion. Wir sind ein lernender Kanal. Und mein Lernen hat gezeigt, ein Filzrad zu ölen ist, Entschuldigung, ich habe es ja selbst verbreitet, aber ist Schwachsinn hoch 10. Weshalb habe ich gesagt, lass uns das Filzrad ölen? Ganz einfach. Die Filzräder werden ja außenrum geschliffen, dass die rund sind. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie wenn ihr zum Friseur geht und lasst euch die Haare schneiden, dann habt ihr so ganz feine Härchen im Nacken und auch so feine Härchen sind hier dabei. Und da war ich der Meinung, machen wir ein bisschen Öl drauf, das bindet diese Härchen, dann fliegt das Zeug nicht durch die Luft. Ja, das stimmt schon. Nur, manche Leute sind dann wirklich hergegangen, weil ich habe das ja hauchdünn gemacht mit einem Pinsel. Aber manche Leute sind hergegangen und haben, was weiß ich, die Ballistol-Pistole genommen und das Ding mal richtig eingenässt. Und da Öl nicht trocknet, ist das Rad aufgequollen. Ja, also bitte kein Öl zum Vorbereiten eines Filzrades. Jetzt kommt eine Empfehlung von mir, die kann jeder halten, wie er möchte. Bitte keine Paste auf einem Filzrad, also Diamantpaste, so wie ich es aufs Lederrad oder so mache. Ihr kriegt später irgendwann eine verglaste Oberfläche und das Ding ist fatzeglatt und tut nicht mehr das, was es soll, nämlich schleifen und polieren, sondern ihr geht praktisch über eine Glasfläche. Diese Diamantpartikel von der Emulsion, die setzen sich hier in das feine strukturierte Gewebe rein und bleiben da auch. Ja, die zieht es ja nicht weg. So, und das wird aber auch nicht in irgendeiner Form glatt. Ja, also bitte einfach nur Emulsion drauf. Welche 5, 3, 1 oder 0, 25 spielt keine Rolle. Und probiert es einfach mal aus. Also ich bin begeistert von den Rädern. Die funktionieren ganz ausgezeichnet. Ich meine, ich könnte hier mal kurz eins drauf machen. Dann sehen wir auch gleich, wie das läuft. Augenblick. So, Maschine kurz anschließen. So, brauche ich Strom. Strom, Strom, Strom. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen nach unten stellen. Wartet mal, das muss ich in die Hand nehmen dazu. Bisschen runter, warte. So, geht das? Ich glaube, ich kann. Doch, ich müsste doch weiter runter können. So, sieht das gut aus. So, und jetzt nehmen wir mal einfach mal das 40 mm. Da brauche ich auch schon keine Unterlegscheibe mehr dazu. Die habe ich vor allen Dingen für die 30er damals gebraucht. So, einmal bap. So, ihr seht, ich kann mal ein Messer nehmen und mal drauflegen, mal schauen, wie das aussieht. Also das Messer geht nicht hoch und runter. Es geht ein bisschen links und rechts, seht ihr das? Das heißt, das Rad tut leicht wabbeln in diese Richtung, spielt überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, das ist eher sogar noch von Vorteil. So, das war das 40er. Ich kann auch mal kurz das von der T4 drauf machen. Leute, ich habe sie noch nicht drauf gehabt, also es ist wirklich
so wie es original ist und fertig. Hier ist genau dasselbe. Das Messer bewegt sich nicht hoch und runter, also sprich von daher gesehen ist einwandfrei. Dann nehmen wir mal noch das 50er. So. Auch da die Schnellspannmutter wieder drauf. Auch hier. Voilà. Das geht ein bisschen nach links und rechts, ganz leicht. Aber wenn ich jetzt das festhalte, dann passiert gar nichts. Ihr seht das, geht wunderbar. Jetzt machen wir noch im Vergleich mal kurz das in Deutschland produzierte Rad drauf. So. Na komm. So. Boah, das eiert sogar mehr wie meine anderen Räder, wenn ich das sehe. Aber auch hier wieder, ich habe keinen Höhenschlag. Das seht ihr hier genau. Sieht man das ja? Ich habe keinen Höhenschlag, sondern das wobbelt so seitlich. Das sieht richtig scheiße aus, sag ich mal. Ist aber völlig unerheblich. Weil, stellt euch vor, ihr arbeitet mit einem Schwingschleifer. Der macht ja auch Achten. Ja? Was anders passiert hier nicht. Also ihr seht, ich hätte euch ja freiwillig so ein Rad gar nicht gezeigt. Aber das war wirklich völlig unvorbereitet. Und ich habe das euch einfach mal kurz zeigen wollen. Warte mal, wo ist denn hier mein nach oben stellen? Hier. Jetzt kann ich mich wieder reinnehmen. Dann richtet sich es wieder aus. So, die Maschine kann ich wieder wegstellen. Jetzt ist das ganze Video doch ein bisschen länger geworden. Aber naja, ich bin halt ein alter Schwätzer. Tut mir leid. Aber auf der anderen Seite kriegt ihr dann auch alle nötigen Informationen und ja, ich bin alles losgeworden, weil es ist mir schon wichtig, euch wirklich immer auf dem Laufenden zu halten und das Ganze so transparent wie möglich zu machen. Hier hinten seht ihr übrigens, ich weiß nicht, sehen wir das? Unser Bandschleifer, da ist jetzt die, ach, da kann ich mal, warte mal. Kamera mal losmachen. So. Und dann kann ich die Kamera mal drehen. Augenblick. So. So, schaut mal hier. Das ist jetzt unser Bandschleifer. Und hier haben wir jetzt eine Vorrichtung dran gebaut. Ich muss mal meinen Fokus ein bisschen aufmachen. Eine Vorrichtung dran gebaut, dass ich auch mit der Toolbar auf dem Bandschleifer kann. Hier mal auflegen. So. So. So bin ich jetzt ganz normal, wie auf einer Tormek-Maschine, auch hier. Ja? Und wenn ich hier jetzt einen, ich nehme mal Winkelmesser, ich nulle den mal aus, so, stelle den hier mal drauf und jetzt habe ich hier zum Beispiel 16,2 Grad, dann kann ich hier hergehen, mache die Schrauben, die Rändelschrauben auf und jetzt kann ich hier 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bisschen andrehen, Schrauben festmachen. Jetzt habe ich auch hier mein Maß praktisch, wo ich dann im Prinzip, wenn ich mehrere Messer habe, ich schleife ja dann hier vorne auf dieser Welle und zu dem Gerät kommt hier diese Zylinderrolle dazu. Die ist in dem Paket mit drin. Also dieses Paket für die Toolbar, für den Bandschleifer, wird bestehen aus dieser Vorrichtung, aus der Toolbar selbst und aus dieser
zylindrischen Rolle, weil ja die Rolle, die hier momentan im Standardgerät drauf ist, hier, die ist ganz leicht ballig, dass das Band mittig gehalten werden soll. Und die ersetzen wir dann durch eine zylindrische Rolle, die wirklich absolut plan ist, sodass ihr hier auch immer eine plane Auflage habt. Und da könnt ihr schleifen. Und wenn ihr jetzt hergeht und, Moment, wenn ihr jetzt hergeht, ja, da bin ich wieder, und schleift jetzt mehrere Messer, ja, dann braucht eigentlich immer nur die Länge des Werkstücks übereinstimmen. Dann braucht ihr hier an der Maschine überhaupt nichts verstellen. Das könnt ihr fest eingestellt lassen und agiert über die Länge des Werkstücks. Wenn ich ein schmaleres Messer habe, komme ich ja weiter zurück. Dann kann ich einfach das Werkstück länger machen, sodass ich hier gar nichts verstellen brauche. Und über die Länge des Werkstücks erarbeite ich mir das dann alles. So, das soll es jetzt mal soweit gewesen sein für heute. Ein paar Infos, wie es sein muss. Und ja, meine Brille hat einen Blaufilter drin, das sieht man jetzt. Ja. Wie gesagt, die Filzräder, den neuen Goniometer Professional, die neue Lupe und das Toolbar-Set für den Bandschleifer. Da sind wir gerade noch am Kalkulieren, was das kosten muss. Ich denke mal so, mit der Rolle, mit der Toolbar, mit der Vorrichtung werden wir so bei 300 Euro landen oder so. Aber ihr habt halt den riesen Vorteil, ihr könnt wirklich geführt abziehen. Okay, das war's soweit. Wünsche ich euch was. Lasst es euch gut gehen. Schönen Tag, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.